Und damit herzlich willkommen zurück zu Bomb Simulator. Übrigens nicht wundern, dass sich meine Stimme in diesem Let's Play so ein bisschen anders anhört als in meinen sonstigen Let's Plays. Ich habe an meinem Mischpult ein bisschen was an den Reglern verändert. Ich hoffe zum Positiven hin. Ich persönlich habe das Empfinden, dass dem so ist, aber hey, vielleicht empfindet ihr es ja anders. Wer weiß, vielleicht werde ich es auch mal irgendwann zurückkriegen. Ich finde es so aber momentan irgendwie besser. So, wir wollen uns aber auf dem Weg machen zu diesem Entertainer auf dem Schrottplatz. Ich weiß ja schon, wer dort ist. Und das ist ein sehr wichtiger Mensch. Und Karl steuert sich echt grauenhaft. So, mit dem Typ hier werden wir später auch noch Spaß haben. Aber bevor ich zu diesem Entertainer gehe, würde ich mal sagen, vermöble ich einfach mal diesen Bug und diesen Bug und diesen Bug. So, alle Bugs vermöbelt. Denn hier kriegt man bestimmte Dinge, die man später aufstellen kann. Überall in der Stadt sind solche Lager verteilt, wo es bestimmte Dinge gibt, die wir später in unserer Basis bauen können. Ja, es gibt ja einen Basenbau in diesem Spiel, falls ich es noch nicht erwähnt hatte. Und deswegen immer auf der kleinen Minimap schauen, wo solche Nester sind und die ausräuchern. Dann kriegen wir tolle Dinge. Und ich habe schon wieder Polizisten angefahren, ich werde bekloppt. So, jetzt muss ich mich beeilen. Ich muss mal ganz schnell außerhalb deren Sichtradius sein. Don't let them see you. Ja, warte mal. Gleich sollte es geschafft sein. Ja, gut. Phew, I think the chase is over. Ja, jetzt kann ich wieder da hoch, denn die interessieren sich nicht mehr für mich. Ich hätte sie auch besiegen können, aber dann kommen immer mehr Sterne. Es bringt nichts, gegen Polizisten zu kämpfen. Und momentan sind die auch viel zu stark für mich. So, oh. Guano. So, dieser sympathische Kerl hier ist also mein Auftraggeber. What do you want, Pukestein? Hook you up with free materials, huh? Oh, Mr. Jello can hook you up, all right. Hook you up your ass! Why not go and ask my competition for freebies? They can afford it. All my customers already left for those fuckers. You're more trustworthy, more professional, more not a mentally unstable clown with a hook for a hand! Idiots! My place has the most bang for the buck. My stuff is dynamite! Take that silly card of yours and go tell them that I won't go down quietly! Wait! Sorry, I'm a little bit short-fused lately. My psychiatrist says I need to be more grateful for what I have. I try, I really do. It's hard when someone tries to demolish everything you have. How about a deal, huh? You deliver a small package, and I'll provide you with some free stuff, huh? What do you think? Great! Here's a thank you gift for my competition. I strapped it onto your shopping cart. Just be sure to drop it off at the exact spot I marked on the map before the timer runs out. I'll meet you at your place after you make the delivery. Good luck! I hope you enjoy fireworks! Das ist eine Bombe. Can't say that I have a good feeling about this. Das ist eine Bombe. Eine Bombe. So. This timer thingy and the part about the fireworks makes me kind of nervous. Upsie. Entschuldigung. Upsie. Entschuldigung nochmal. I would be silly to assume that he just strapped explosives to me. Right, pal? Ja, ja. Es ist nur ein Geschenk, es ist keine Bombe. Wer wird denn eine Bombe an einen Einkaufswagen und an einen Penner ein? Ja. Wir sind doch schon auf dem guten Weg. Oh God. Are we there yet? Nein, aber bald. Hoffe ich zumindest. Meine Ausdauer ist so schnell weg. So, hier schnell abbiegen. So, überall Polizisten, ey, man kann gar nicht ausweichen. Wait, did it just get faster? Na, ich hoffe nicht. How much time do we have left? Ich hab's geschafft. Then
was a fucking fob! Curse that balloon, fucker! Never trust a clown! Never! Speaking of balloons, let's blow! Ja, das sollten wir schnell machen, weil wir haben jetzt mehr als einen Stern. So, und jetzt heißt es, sich vor der Polizei verstecken. Ach. Jetzt sind die nämlich auch etwas aggressiver unterwegs. So, das Schöne ist, die Sterne verschwinden nicht einzeln, die verschwinden im Pack. Aber dazu muss ich natürlich erstmal einen Ort finden, wo ich mich verstecken kann. Und ich sag's mal so, wie es ist. So, einen Ort finden ist schwierig. So, wir warten hier mal. In der Hoffnung, dass wir nicht in einen Polizisten hineinfahren. Und geschafft. Sehr schön. What do we say to the police? Not today! So, und wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Gut, was nehmen wir als nächstes? Ja, wir könnten hier mit Gesund... Nee, maximale Gesundheit machen wir nicht. Wir machen, mehr Zeug. Ja, wir vergrößern erstmal sein Inventar. Wir vergrößern erstmal sein Inventar. Dann können wir mehr Zeug zusammenklauen, zusammensuchen. Und da habe ich was übersehen. Ich sehe es gerade auf der Minimap. Wir müssen nochmal zum Strand. Da gibt es noch was zu erledigen. So. Hallo, ihr Penner. Zum Glück sind die total schwächlich. Warum schlägst du die Luft? So. Schöner Teppich. Gehört jetzt mir. Als ich das Spiel offscreen durchgespielt habe, habe ich eigentlich fast alle Gegenstände bekommen. Ich glaube, nur so irgendeine so eine Lichterkette hatte gefehlt. Aber die habe ich einfach nicht gefunden. Keine Ahnung, wo die war. So, jetzt muss ich hier mal so rüber. Und... Ah, da vorne gibt's Guano. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, Karl. Lass mal was trinken und futtern. So. Ja, ja. Schönes Hotdog. Hinterher. Später haben wir mehr als genug. Da können wir die jetzt mal aufbrauchen. So, dann suchen wir doch mal Mr. Bombenlegenden Clown auf, der in meinem Versteck auf mich warten sollte. So. Oh, hier im Park, da gibt's auch ein paar. You find dogs hot. Jungs, hast du gerade gesagt, dass du auf Hunde stehst? Ist ja ekelhaft. So, warte mal. Hier im Park. Ja. Oh, und eine Feder. Eine Feder. Eine wunderbare Feder. Hallo. Oh, der wirft mit Molotovs. Da muss man aufpassen. Aber die haben ja einen sehr schönen Gegenstand, den ich unbedingt haben will. Deswegen müssen die dran glauben, denn das Ding will ich haben. Das werde ich meiner Basis 100 pro verbauen. Sehr schön. Und hier habe ich noch was entdeckt. Das hier. Vierblättriges Kleeblatt. Sammeln wir mal ein. Wird später noch wichtig. Oder auch nicht. Ich glaube, die Kleeblätter wurden nicht wichtig. Und jetzt sind die auf meiner Minimap markiert. Jetzt weiß ich immer, wo ich die finde. Ah, gibt es nämlich noch andere Dinge zu finden. Nicht nur diese vierblättrigen. Bloß wenn ich schon mal hier bin, kann ich es ja gleich mal einsammeln, ne? Hab ich mir so gedacht. Gönnen wir uns. So, und jetzt ab zum Clown. Ah, vorsichtig, nicht den Polizisten anfahren. Nicht schon wieder. Hey, ich hatte Vorfahrt. So. Hier kann ich mich entsinnen, da gab es auch sowas. Erstmal umschauen. Cash mit Cash. Hier gab es eine Feder. Und diesen Pilz. Genau wie das vierblättrige ist auch der Pilz einsammelbar. So, und da vorne haben wir wieder ein paar Obdachlose, die auf die Schnauze haben wollen. Na? Bitteschön. Oh, das war gar keiner von denen. Ups, Entschuldigung. Habe ich versehentlich einen Zivilisten verprügelt. So. Hier haben die Bank. Sehr schön.
Gut, gut, gut. Mehr Dinge, die ich später in meiner Basis bauen kann. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wo geht's zu meiner Basis? Da durchfahren. Ups, Entschuldigung, verklickt. Nee, halt. Den muss ich eh loswerden. Den muss ich eh loswerden. Zu Fuß geht das besser. Gucken Sie mal weg, Sir. Vielen Dank. In so einem Shop hier übrigens kann man Schrott verkaufen. Karl, hör auf mit dem Mann zu spielen. So, I pay top dollar for anything of value. Und ich dachte, wir haben Schrott dabei. Wir hatten nämlich die hier dabei. Ach nee, halt! Die kann ich verarbeiten. Hatte ich irgendwas anderes dabei, was ich... Hier unten sieht man so Verkaufspreis. Gibt ordentlich was. Gibt ordentlich was. Auch die Pfanne. Aber ich will die nicht verkaufen. Ich will die verarbeiten. Und das kommt gleich. Das kommt gleich. Also, da ist der nette Clown. Und das da meinte ich. That was bombastic. It's time for me to fulfill my part of the bargain. I installed a recycling box in your base. See what works. Simply throw junk in there and I'll recycle it and provide you with raw building material. Genau, und das haben wir nämlich gerade gesehen. Aus Gegenständen kann man Schrott gewinnen. Und Schrott braucht man zum Craften. As promised, here are some free additional materials. And make sure you store them somewhere so they're easily available for construction work. Du kannst nur Materialien verwenden, die du entweder in Karl oder in Thun in deiner Basis aufbewahrst. Danke für diesen Hinweis. So. Das hier auch noch. Das hier auch noch. How about fixing that chicken coop of yours? Pigeon coop? Man, you are strange. Anyway, if you want to craft repair kits, you're gonna need a workbench. Why not construct that first? Sprich irgendwie ziemlich leise, oder? Drücke R, um in den Baumodus zu wechseln. Oder drücke Tab, während du dich im Baumodus befindest, um eine Liste der verfügbaren Bauwerke zu öffnen. So. Na dann, hier. Und nachdem du eine passende Stelle für dein Bauwerk gefunden hast, kannst du es bauen, indem du E drückst. So. Das Ding hier wollen wir. Also, wir stellen das mal hier daneben. Gut, und hier stellen wir ein einfaches Reparaturset her. Herstellen bitte einmal. Now, take the repair kit and use it on the broken pigeon coop. So, und wo ist es? Eines nehmen. Und sieh dir das kaputte Bauwerk an, während du eine Reparatur setzt. Drücke anschließend E, um Reparaturen durchzuführen. Boom! Easy! Time for me to blow. Remember that you can visit my place to buy rare materials. I might even give you some in exchange for more gift deliveries. Du kannst bei Herrn Jello jetzt Materialien kaufen. Übrigens, du kannst deine Taubenfähigkeiten jetzt im Taubenstall aufwerten, ja? Good job, pal! I didn't like the part where I was a living bomb, but I am glad that it worked out in the end. Huh? The creeps are in danger. Meet me as soon as possible. Your trusty spy, Bugsy. So, Bugsy weiß also that was? That doesn't sound good. We should pay our spy a visit right away. Gut, dann lassen wir das jetzt erstmal so hier stehen. Du hast nicht zugewiesene Talentpunkte. Drücke C, um Charaktermenü zu öffnen und sie jetzt zuzuweisen. Ich würde gerne Materialkosten für alle Bauwerke senken, weil wenn wir eine Basis bauen, dann sollen die Dinge nicht so viel kosten. So, jetzt machen wir das mal auf den Weg, denn ich glaube, jetzt wird es Zeit, loyale Männer zu gewinnen. Und irgendwas wollte ich eben noch erwähnen. Irgendwas wollte ich noch erwähnen, bevor der mich unterbrochen hatte. Ich weiß es nicht mehr. Sorry, ich weiß es einfach nicht mehr. Vielleicht fällt es mir wieder ein. So, jetzt erstmal hier zu meinem Lieblingsspion. Willst du wieder Geld haben? Nee, willst du nicht, ne? You know the drill. Keep your distance and look away. Yeah, yeah.
We got your message. What's going on? Have you noticed that the streets are full of bugs, but the creeps are nowhere to be seen? Yeah, and? We're just better at hiding. I'm afraid that's not the case. The bugs ran a coordinated attack against all the creep members. They're forcing them to leave Bumville. What? Those dirty pieces of- If you want to keep any creeps on your side, you better go and save them. Now. Come on, pal. Let's beat this idea out of those stupid bug heads. So, Respekt unter Creeps. Findet den schikanierten Creep. Genau, jetzt wird es Zeit, dass wir uns ein bisschen Respekt verdienen. Oh, ist er zum Glück sehr nah. So, da ist er. Here they are! Go get them, Tiger! Oh, Mollys. Mollys! Die in dem steckt. Buh! Oh, habt ihr euch selbst verletzt? Ich hoffe es doch sehr. Puff! Puff! Und puff! Alle besiegt. Thanks! I'll repay you someday. Good job! We won back some respect on the streets! We can use that to bring creeps into our base! So keep saving them, pal! I think we're ready to show Evil Way that they shouldn't have messed with us! However, if you want some more practice first, I suggest locating and taking over some of the bug bases! They got too bold and need to be reminded that the creeps are the true rulers of this city! Simply follow the bug-themed graffiti if you want to find their disgusting nests! So, also, wir können Bug-Basen übernehmen, ja. Und es wäre... Ich weiß gar nicht, wo das war. Hier, eine von fünf Basen haben wir. Wir haben einen Respektpunkt, Federn, da fehlen uns noch ganz viele und Blaupausen auch ganz viele. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal in der Stadt ein bisschen rumtänzeln. Und schauen, was sich so finden lässt. Weil an vielen Orten findet man gutes Zeug. Und was Bugüberfall bevorstehen. Bugs drohen, deine Basis zu überfallen, wenn du das Schutzgeld nicht bezahlst. Was willst du dagegen tun? Ich habe nicht das Schutzgeld. Ich kann Respekt einsetzen oder sie selbst beschützen. Ich würde Respekt einsetzen. Damit habe ich meinen Respekt wieder verloren und muss neuen Respekt bekommen. Ja, so einfach geht das manchmal. Immer in solchen Bereichen hier gucken, kann überall mal was rumliegen. Übrigens könnte durchaus immer sein, dass man meine, dass man meine Tastatur immer mal klickern hört. Ich habe eine neue Tastatur, die ist nicht mehr so leise wie die letzte. Uah, nein, ich brauche das vor. Ach, Karl ist voll. Was? Nee, Karl ist nicht voll. Was ist dein Problem, Karl? This would go great with beer. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Da ist zum Beispiel eine Creep-Basis. Weiß gar nicht, ob hier irgendwo eine Markierung dafür ist, aber... Ah, da. Da ist die Markierung. Das bedeutet, auf die Fresse geben. Schön auf die Fresse geben. Und das ist auch noch die schöne Strandbasis mit Meerblick. Na, komm her, Junge. Haust du ab? Feigling! In den Rücken geboxt. Ja, es gibt mehrere Wellen. Oh, sie haben einen Dicken dabei. Immer schön in die Nuss geben. Ach, und auch Mollo dahinter werfen. Du willst eine Mollo werfen? So, die kriegen auch auf die Nuss. Und mit dem, da müssen wir aufpassen. Das ist ein Magier. Ein Bug-Magier. Oh, wir haben ein bisschen Energie verloren. Aber der Bug-Magier ist weg. Der kann nämlich die anderen verzaubern. Und das wollen wir nicht. Später geht das um einiges leichter.
Oh, ich glaube, ich muss mal ein bisschen Distanz zwischen uns beiden aufbauen. Du gefällst mir nicht. Victory for the Creeps! Und damit haben wir die Basis gewonnen. Sehr schön. Essen wir was? Ja, ich würde mal sagen, wir verbrauchen mal das hier. Ne? Bin ich zwar immer noch angeschlagen, aber mein Herz pochert nicht mehr so stark. Gut, da oben ist eine Feder. Wie war das noch? Ach. Du hast nicht verwendet. Ach so, ja. Gut, was machen wir? Die Chance erhalten bessere Gegenstände beim Durchwühlen von Müll. Das nehmen wir. Brauch schon Basenbau. So, und die Feder nehmen wir auch. Für die nette Taubentante. So, weiter geht's. Da hinten sehe ich Guano, das ist auch sehr wichtig. Und so ein Horn. Eigentlich sammle ich die nur ein, damit die auf der Karte markiert werden. Das ist der einzige Grund, warum ich die einsammle. So, Deckel. Gönn dir. Oh, ein gutes Sandwich. Ein gutes Sandwich. Sehr schön. Das war köstlich. So, schauen wir mal weiter. Ah, da gibt es irgendwas, wo so ein paar von den Typen stehen. Das sehe ich doch. Das sehe ich doch auf einer Minimap, dass da ein paar Typen stehen. Die kriegen jetzt auf die Gusche. Ja, für Respekt kriegen wir auf die Gusche. Karl, steh nicht so nah hinter mir. Das passt mir nicht. Buff, buff. Nicht abhauen. Vor den Respekt. I'm starting to lose hope. You have my thanks. Bitte schön, mein Bester. Gönn dir. So. Wieder ein bisschen Respekt für den nächsten Angriff. Also, die greifen regelmäßig deine Basis an. So ist die einfach mal. Ich habe eigentlich bisher immer die Kosten gedeckt mit Respekt, weil Respekt kriegt man schnell zusammen. Hinten ist so ein grünes Männchen, aber wegen dem bin ich jetzt erstmal nicht hier. Den seine Aufträge mache ich später. Entertain me. Und ich will die Feder haben. Die gute Feder wollte ich haben. Darauf kam es mir an. So. Hier muss man nicht Vandalismus vollziehen. Hier sind mir zu viele Polizisten. So. Echt viele Polizisten. Richtig, richtig viele Polizisten. Ich kann ja nicht mal ein bisschen Geld aus den schön Telefon rausschlagen, weil hier überall Polizisten sind. Das ist blöd. Warte mal, war hier oben nicht was? Dicht bei diesem Restaurant war was. Nämlich nur die Hälfte Energie, deswegen muss man da aufpassen. Nee, hier war nichts. Achso, ja, man kann sich auf den Stuhl setzen, aber das will ich jetzt nicht. Nee, hier war noch nichts. Gut, weiter geht's. Eigentlich überall in der Stadt ist irgendwas. Überall. Man muss nur genau schauen. Hier. Gute Pappe. Karl. Gönn dir. Pappe brauchen wir für den Basenbau. Das ist ein Grundmaterial. Für Böden und Wände. Deswegen Pappe immer mitnehmen. Diese hier komme ich jetzt übrigens noch nicht rein. Da brauche ich später verbesserte Tauben. Dann geht das. Holz ist auch wichtig. Karl? Ah, schlecht geschossen. Hey, wo ist es hin? Ah, da. Ja, gönn dir. So, ein vierblättriges. Wie gesagt, überall in der Stadt gibt es irgendwas. So, weiter geht's. Wir schauen mal, was hier hinten noch so gibt. Ich muss immer mal auf die Minimap gucken. Ich glaube, das sind wieder vier, die ein Creep belästigen. Au! Wie gesagt, das gibt es in Masse in der Stadt. Also Respekt kann man sich schnell verdienen. Und es ist einfach besser, als seine Basis selbst zu verteidigen. Weil man muss sich nicht anstrengen. Das macht alles die Creeps für einen.
So, was ist mit dem letzten hier? Du willst dich hier oben verstecken? Auf die Gusche, mein Freund! Auf die Gusche! Und wir sind übrigens keine Freunde. Sorry for the trouble. I'll make it up to you. I promise. Das will ich auch meinen. So. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich mal bei Evil-Leuten vorbeischnackern. Da ist ja noch ein Auftrag offen. Open up, fuckers! I want my body back! Oh yeah, my friend wants his brain back as well! Open up or face the wrath of the Pigeon Master! Can you please stop doing that? Mr. Bones has just installed the new bulletproof doors and windows. He can be quite emotional when it comes to scratching them. Oh yeah? We'll see how emotional he gets after I scratch his fucking... Do you have an appointment? Of course not! I don't need an appointment to... Oh no, I'm sorry. I would lose my job if I let anyone in without an appointment. Listen, I'm here to... Why don't you make an official call? If you do it now, I bet I could fit you in for a meeting sometime next month. No way I'm gonna wait for... Sorry. I wish I could be of more help. Goodbye now. Fuck! What now? Any ideas, pal? If I were you, I'd go away now. Mr. Bones hired new security guards and they don't seem happy about you being around. I can help. Meet me behind the hospital. Who was that guy? He was wearing a lab coat. I don't trust guys in lab coats. They remind me of this one time when I lost my body and became a fucking shopping cart. Fun times. Doesn't seem like we have much of a choice, huh? He told us to meet him next to the hospital. Maybe he's just a doctor with a soft spot for bums? You know, free medical service and stuff. Nothing evil, twisted, or dangerous, like with most of the people we meet. Who am I kidding? Let's go see what sort of crazy person we have to deal with this time. Du laberst ganz schön viel, Karl. Es ist unglaublich, wie viel du laberst. Und ist dir überhaupt nicht aufgefallen, dass da ziemlich viel Blut an diesem Kittel war? Das ist dir nicht aufgefallen. Dass er einen weißen Kittel trägt? Ja, aber dass da Blut dran klebt, der ist dir nicht aufgefallen. So, bevor ich aber zu dem Typen gehe, würde ich jetzt mal zu meiner Basis zurückkehren. Und mir dort eine Kiste hinstellen. Und wo ich schon mal hier bin. Kohle aus zum Ding rausschlagen. Weil die Folge ist schon vorangeschritten und ich bräuchte einfach einen Ort, an dem ich mein Zeug lagern kann. Damit es nicht die ganze Zeit in Karl drin ist. Und dazu brauche ich eine Kiste. Ich brauche eine dicke Kiste. Und damit meine ich nicht mein Po. Nein, nein, nein. Ist hier ein Fehler übrigens? Nein. Schade. Also wie gesagt, Federn gibt's überall. Du musst nur genau hinschauen. Oh. Hört mir ein. Auf die Gusche. So, auf die Gusche gegeben. Und den nehme ich mit. Das ist jetzt meiner. Und der Minimap sehe ich schon, da wird schon irgendwo wieder ein Creep belästigt. Aber wie gesagt, das gibt's überall auf der Map. Man muss jetzt nicht jeden retten. Die kommen eh wieder. Die kommen immer wieder. So, ich möchte nämlich jetzt zu meiner Basis. Habe hier nur einen kleinen Zwischenstopp gemacht, damit ich die Typen vertreschen kann. Und mir das hier holen kann. Ja. So. Gut, jetzt bin ich in meiner Basis und hier, wie war das? R drücken, Katalog öffnen, nein, das ist der Garten, der ist auch schick, Kochstation, die Kiste, da bräuchte ich Nägel zu. Wie stelle ich den, das Baumenü ist ein bisschen kacke, muss man ganz ehrlich sagen. Das Baumenü ist echt ein bisschen mistig. Ich brauche Schrott, um Nägel herzustellen. Karl, wo bist du? Ich brauche Schrott. Gib mal her.
einzeln nehmen. Die verschrotten wir. Wenn ich Nägel habe, kann ich eine Kiste hinstellen, kann ich das ganze Zeug reinpacken und dann klappt das schon. So, schöner Schrott. Do we really need it? Jaha. So. So, Baumenü, wie gesagt. Es ist furchtbar. Es ist eigentlich furchtbar. So, das ist jetzt erstmal eine prophylaktische Kiste. Später wird das alles noch umgestellt. Aber ich brauche jetzt erstmal eine Kiste. So, jetzt habe ich eine Kiste. Und in die Kiste, da kommen erstmal hier diese ganzen Samen rein. Weil die brauche ich jetzt nicht am Mann. Genauso das Guano. Das ist später wichtig für die Samen. Und damit ist die Kiste schon wieder voll. Aber mein halbes Menü ist dafür leer. Im Menü, genau. Inventar ist dafür leer. Und das ist schon mal schick. Aber dann bauen wir halt noch eine Kiste. Dann bauen wir halt noch eine Kiste. Nein, halt. Und da fehlt uns Holz. War hier nicht eine Palette irgendwo? Waren hier nicht irgendwo Paletten oder so, die ich mal schnell hauen könnte? Da ist Holz. Da ist Holz. Holz. Ganz, ganz was Wichtiges. Aber ich brauche jetzt nur das eine Stückchen. Ich brauche nur eine zweite Kiste. Mehr brauche ich jetzt erstmal nicht. So. Wie gesagt, später stelle ich ihn noch anders hin. Jetzt brauche ich erstmal nur Kisten, damit ich mein Zeug aus dem Inventar da reinstopfen kann. So, da kommt die Pappe rein. Da kommt das hier mit rein. Da kommt das hier mit rein. Den Rest behalte ich erstmal, weil das hier, bis auf das Holz, kann ich alles verwursten. Ja, das kann ich alles noch zu Schrott verwursten und dann kommt das aus in die Kisten rein. Die ursprünglichen Gegenstände brauche ich nicht in Kisten. Ich baue Baumaterialien. Das ist das einzig Wichtige. Gut, aber für diese Folge. Halt! Stopp, bevor ich hier irgendwie aufhöre. Ich überlege gerade, hey, könnte ich ja noch diesen einen Stern verteilen? Diesen einen Punkt. Abklingzeit. Unsere Samen wachsen schneller. Ich glaube, maximale Gesundheit oder Karlschwindigkeit. Was habe ich denn noch? Ach, so schwierig. Die Geschwindigkeit von Nahkampfwaffen wird erhöht. Ja, das machen wir. Dann haue ich halt schneller zu. Das ist schon mal ganz gut. Gut, aber jetzt, wo das geklärt ist, kann ich übrigens hier reindonnern, würde ich mich verabschieden. Ich würde den Rest aus Karl offscreen noch verwursten und in die Kiste reinlegen. Ja, das ist jetzt nicht so spannend, dabei zuzusehen, wie ich das hier rausnehme und hier reinlege. Okay, das machen wir offscreen. An dieser Stelle danke ich vielmals fürs Zuschauen, wünsche noch einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao.